Nochmals allen einen schönen guten Morgen an diesem Abschlusstag unserer heurigen Priesterexerzitien oder Exerzitien für Priester, Diakone und Seminaristen und alle, die es noch werden wollen, damit alle mit eingeschlossen sind. Wir müssen ja Gott sei Dank nicht gendergerecht hier alles ausdrücken. Das Geschenk der Berufung zum Priestertum, das war unser Thema in diesem Jahr, das sich in verschiedensten Nuancen durchgezogen hat, vom Suchen und Finden der Berufung aus den liturgischen Texten, wie es uns Pater Bernhard nahegebracht hat, von den priesterlichen Tugenden, von der Transformation der Kirche in eine missionarische Kirche, wie es Pater Karl gestern und vorgestern gesagt hat. Und ich möchte den Bogen noch einmal ein bisschen schließen mit einem kurzen Referat, dieses von Gott gegebene Geschenk, diese Berufung als eine Berufung zur Freude, auch zur Hoffnung beleuchten. Pater Bernhard ist im Raum, aber er hat so viel Beicht gehört am Sonntag, dass er jetzt nicht sagt, das Fad, das habe ich schon gehört, denn ich habe ein Stückchen bei einer Katechese am Sonntag bei Maria Sieler Nachmittag, also bei diesem Gedenknachmittag zum 66. Todestag der steirischen Priestermutter Maria Sieler, schon einmal gefragt, nämlich die Frage, was ist eigentlich Berufung? Ich glaube, dass da hier in unserer Zeit heute wieder ein Paradigmenwechsel nötig ist, weil unsere Welt unter Berufung etwas ganz anderes versteht. Ich fühle mich für eine Aufgabe, für einen Job berufen, so heißt es heute. Es geht also um Gefühl, um persönliches Gefühl im heutigen Blick auf die Berufung, um persönliches Wohlempfinden. Und das passt natürlich, das heißt, dass Berufung heute, so wie sie die Welt versteht, wieder einmal unsere Wellnesskultur bedient. Ich fühle mich zu etwas berufen, heißt, dass ich dann dort im vollen Wohlfühlen drinnen bin, in der Wellness. Berufung meint aber doch was ganz anderes. Denn würden wir die Berufung nur im Rahmen dieser Wellness, dieses Wohlfühlens, des Gefühls sehen, dann müssten wir einer Mutter Teresa von Kalkutta die Berufung absprechen. Denn ihr Leben war Verzicht, war Hingabe, ihr Denken und Beten, und das hat mich besonders beeindruckt an dieser heiligen Frau, war oft von sehr tiefer Dunkelheit auch geprägt, nicht von Wellness. Oder wollten wir vielleicht, wenn wir in diesem irdischen Denken sind, einem Pater Maximilian Kolbe die Berufung absprechen, der von einem missionarischen Eifer beseelt, manches Mal auch zur Nervensäge für seine Oberen geworden ist. Es gibt das berühmte Zitat aus Krakau, aus dem Minoritenkloster, wo sein Oberer gesagt hat, seitdem dieser Maximilian Maria Kolbe im Haus ist, brauchen wir nur noch eine Kanone, damit es noch lauter wird. Also offensichtlich hat er einen unermüdlichen Eifer an den Tag gelegt. Aber im entscheidenden Moment seines Lebens gibt er genau dieses Leben für einen Familienvater hin, in der Hölle von Auschwitz. Nichts mit Wohlfühlromantik und postmodernem Berufungsverständnis. Berufung hat eine ganz andere Bedeutung. Berufung kommt zuerst einmal von Gott her, der uns Menschen aus so manchen gewohnten Gleisen herausruft und oft auch aus Unheilszusammenhängen dieser Welt. Ich denke mir das durchaus bei mir auch. Ich war Techniker bei den Vereinten Nationen und eigentlich dort auch bei diesen Schaltpulten ist irgendwo immer wieder dieser Ruf zum Priestertum stärker geworden. Und manches Mal sage ich heute noch, damals habe ich mich blöd verdient und heute bin ich nur mehr blöd. Das ist der Unterschied. Aber ich weiß nicht, in welche Abgründe ich hineingefallen wäre, wäre ich länger dort in der UNO-Sitte gewesen. Vermutlich wäre ich heute irgendein hochbezahlter Freimaurer. Denn genau diese Bedingung wurde gestellt, wenn ich dort länger arbeiten will. Berufung von Gott her, eine Bereitschaft, auch so manche menschliche Träume, so manche Lebensplanungen über den Haufen zu werfen, um ihm zu folgen. Und das ist aber nicht Verzicht im Letzten, sondern Gewinn in vielen Bereichen. Das erkennen wir in den mannigfaltigen Lebensgeschichten der Heiligen, in den Berufungsgeschichten der Jünger, in den Evangelien, in den Berufungsgeschichten der Propheten im Alten Testament. Mit der des Jesaja habe ich ja
unseren Reigen der Vorträge begonnen. Und in den verschiedenen Nuancierungen von Berufung, die Gott dem Menschen schenkt, ist eine gleiche Berufung grundlegend da. Nämlich die Berufung zur Heiligkeit, von der sich niemand dispensieren kann. Da gibt es große Heilige im 20. Jahrhundert, wie José María Escrivá, der diese Heiligkeit, diese Heiligung im alltäglichen Leben als dieses Grundprogramm auch angesehen hat. Und das geht hin bis zur Enzyklika, die erst vor kurzem herausgekommen ist, über den Ruf zur Heiligkeit von Papst Franziskus. Eine allgemeine Berufung, von der sich niemand, weder Priester noch Laie, noch Ordensmann, noch Mann oder Frau, dispensieren kann. Und vor einigen Tagen, am 20. Juli, da haben wir in der Kirche den Gedenktag des heiligen Laurentius von Brindisi gefeiert, dieses heiligen Kapuzinerpaters und Ordensgenerals, der den Kapuzinerorden in Österreich, Bayern und Böhmen eingeführt hat. Papst Johannes der 23., der heilige Papst, hat ihn zum Kirchenlehrer erhoben, 1959. Und dieser Laurentius von Brindisi gibt eine ganz großartige Definition dessen, der zur Ausbreitung der frohen Botschaft, zur Verteidigung des Glaubens berufen ist, und zwar eine Definition über den Ruf zur Heiligkeit. Denn er sagt, die Waffen, mit denen der Glaube verteidigt sein will, sind das heilige Leben derer, die den Glauben predigen und lehren, und die Geduld in Leiden und Verfolgung. Also Laurentius spricht jetzt gar nicht einmal die große Argumentationskunst an oder das breite Wissen oder Sonstiges, sondern zuerst einmal das heilige Leben. Und auf der anderen Seite auch die Geduld, das Durchhaltevermögen dort, wo uns der raue Wind entgegenweht. Und wenn wir in dem Schreiben über die Berufung zur Heiligkeit in Gaudete et Exultate von Papst Franziskus nachlesen, dann hat er ein kurzes Kapitel genommen unter dem Titel Die Heiligen von nebenan. Und es ist vielleicht ein Moment, wo wir auch als Priester, gerade in unseren Gemeinden, an den Menschen, die uns anvertraut sind, solche auch Heilige entdecken können. Franziskus sagt, lassen wir uns anregen von den Zeichen der Heiligkeit, die uns der Herr durch die einfachsten Glieder dieses Volkes schenkt, das auch teilnimmt an dem prophetischen Amt Christi in der Verbreitung seines lebendigen Zeugnisses, vor allem durch das Leben in Glauben und Liebe. Denken wir mit der heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz, Edith Stein, wir feiern ja ihren Gedenktag nächste Woche, ihr Fest, daran, dass viele von ihnen die Gestalter der wahren Geschichte sind. Und dann ein Zitat, aus der dunkelsten Nacht treten die größten Propheten, die größten heiligen Gestalten hervor. Das heißt, wenn wir unsere Priesterberufung betrachten, so dürfen wir sie auch in ganz besonderer Weise nicht nur als eine Berufung zur Heiligkeit erkennen, sondern auch als eine Berufung zur Freude, weil sie uns in diese Freundschaft mit dem Herrn Jesus Christus in ganz besonderer Weise einfügt. Und das ist auch ein Paradigmenwechsel in der neuen Ratio Fundamentalis, in der Ausbildungsordnung für die Priester, die am 8. Dezember 2016 herausgegeben wurde, dass die nicht mehr sich so ganz stur an die Studienabläufe hält, erster Studienabschnitt, zweiter Studienabschnitt, Pastoraljahr und so weiter, sondern dass diese Ratio Fundamentalis für die Ausbildung im Seminar von der Phase der Jüngerschaft und von der Phase der Gleichgestaltung redet. Schon in etwa deckungsgleich mit den Studienabschnitten, aber nicht zwingend. Natürlich ein hohes Ziel, das es da zu erreichen gilt. Papst Benedikt XVI. Hat in seinen Gedanken zur Heiligen Messe, er hat es in einem kleinen Büchlein ja zusammengefasst, Herz des christlichen Lebens, Folgendes gesagt, auch über die priesterliche Berufung: Der Gründonnerstag ist der Tag, an dem der Herr den 12 die priesterliche Aufgabe übertragen hat, im Brot und im Wein das Sakrament seines Leibes und seines Blutes zu feiern bis zu seiner Wiederkunft. An die Stelle des Osterlammes und aller Opfer des alten Bundes tritt das Geschenk seines Leibes und seines Blutes, das Geschenk seiner selbst. So basiert der neue Kult auf der Tatsache, dass vor allem Gott uns ein Geschenk macht und wir erfüllt von diesem Geschenk die Seinen werden.
Die Schöpfung kehrt zum Schöpfer zurück, so ist auch das Priestertum zu etwas Neuem geworden. Es ist nicht mehr eine Frage der Abstammung, sondern Stehen im Geheimnis Jesu Christi. Er ist immer derjenige, der schenkt und uns zu sich hinaufzieht. Nur er kann sagen, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Das Geheimnis des Priestertums der Kirche liegt in der Tatsache, dass wir armselige menschliche Wesen Kraft des Sakraments mit seinem Ich sprechen können, in persona Christi. Er will durch uns sein Priestertum ausüben. Und in der Zusammenfassung zahlreicher Erinnerungen und Gedanken des heiligen Papstes Johannes Paul II., die dann unter dem Titel Auf, lasst uns gehen, erschienen sind, sagt dieser große Heilige des 20. und 21. Jahrhunderts zum Thema die Quelle der Berufung: Ich suche die Quelle meiner Berufung, sie pulsiert dort im Abendmahlsaal von Jerusalem. Und ich danke Gott, dass er mir während des großen Jubiläums des Jahres 2000 vergönnt war, gerade dort in jenen Raum im Obergeschoss zu beten, in dem das letzte Abendmahl stattfand. Auch jetzt versetze ich mich im Geist an jenen denkwürdigen Donnerstag, als Christus, nachdem er den Seinen seine Liebe bis zur Vollendung erwiesen hatte, die Apostel als Priester des neuen Bundes einsetzte. Ich sehe ihn, wie er sich auch vor jedem von uns, Nachfolgern der Apostel, niederbeugt, um uns die Füße zu waschen. Hören wir gemeinsam mit Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Es ist für mich auch immer ein ganz bewegender Moment, wenn am Gründonnerstag vor den Wandlungsworten dann dieses Das ist heute eingefügt wird, wo wir merken, dass es nicht um eine Erinnerungsfeier geht, sondern dass wir als Priester da ganz in diesen Abendmahlsaal hineingenommen sind. Und wir haben eine ähnliche Aussage auch von Papst Franziskus im Jahr 2014. Da hat er eine ganze Reihe von Katechesen über das Sakrament der Priesterweihe und auf den Dienst und die Aufgabe der Priester auch gehalten. Und in dieser Generalaudienz am 26. März hat er einige Aspekte aufgezählt. Er sagt, ein erster Aspekt: Jene, die geweiht werden, sind Vorsteher der Gemeinde. Ja, sie sind Vorsteher. Für Jesus bedeutet das jedoch, die eigene Autorität als Dienst auszuüben, wie er selbst es den Jüngern gezeigt und wie er sie gelehrt hat mit den Worten: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken, die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein. Und er sagt hier: Ein Bischof, der nicht im Dienst der Gemeinde steht, tut nichts Gutes. Ein Priester, der nicht im Dienst seiner Gemeinde steht, tut nichts Gutes. Er irrt. Und eine zweite Eigenschaft, die ebenfalls von dieser sakramentalen Vereinigung mit Christus herkommt, ist die leidenschaftliche Liebe zur Kirche. Denken wir an den Abschnitt aus dem Brief an die Epheser, in dem der heilige Paulus sagt, dass Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Das Geheimnis des Priesteramts und das der Ehe, zwei Sakramente, die der Weg sind, auf dem die Menschen gewöhnlich zum Herrn gehen, so nennt er das hier, weil der Ehemann eben seine Frau liebt, so wie Christus die Kirche liebt. Und so soll der Priester eben in ganz besonderer Weise die Kirche in der ganz konkreten Gemeinde, aber auch die Kirche als Ganzes lieben. Und ein letzter Aspekt, so sagt Papst Franziskus, der Apostel Paulus ermahnt seinen Schüler Timotheus, die Gnade, die in ihm ist, nicht zu vernachlässigen, sondern sie im Gegenteil stets neu zu entfachen. Die Gabe, die ihm durch Auflegung der Hände zuteil geworden ist. Und er sagt ja, wenn man den Dienst, den priesterlichen Dienst, nicht durch das Gebet, durch das Hören auf das Wort Gottes und die tägliche Feier der Eucharistie und auch durch den Empfang des Bußsakraments, den häufigen Empfang des Bußsakraments nähert, dann verliert man am Ende unvermeidlich den wahren Sinn des eigenen Dienstes aus dem Blick und ebenso die Freude, die aus einer tiefen Gemeinschaft mit Jesus kommt. Der Bischof, der nicht betet, der Bischof, der nicht das Wort Gottes hört, der nicht jeden Tag die Eucharistie feiert, der nicht regelmäßig beichten geht und auch der Priester, der diese Dinge nicht tut, verlieren auf lange Sicht die Gemeinschaft mit Jesus und sind von einer Mittelmäßigkeit, die der Kirche nicht gut tut. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment, der uns, glaube ich, sowieso selbstverständlich ist, aber der nicht oft genug auch gesagt werden kann.
Ich kann mich auch erinnern an den jetzigen Diözesanbischof von St. Pölten, ehemaligen Bischof von Gurk Klagenfurt, Alois Schwarz, der einmal uns Priestern auch nahegelegt hat, wo er gesagt hat, bevor wir in der Früh die News in der Kronenzeitung oder die News von irgendwelchen katholischen Foren, ob positiv oder negativ, lesen, sollten wir zuerst einmal den News of David lesen, also die Psalmen, sprich das Stundengebet. Denn das ist, glaube ich, eine große Versuchung, so hat es auch damals Bischof Alois gesagt, dass wir ständig nach irgendwelchen Nachrichten suchen in den Medien und die eigentliche gute Nachricht, die frohe Botschaft, dort auch, wo wir sie im Gebet immer wieder im Herzen bewegen können, vernachlässigen. Das nimmt einem dann oft die Freude bei den Nachrichten, die wir heute oftmals über die Medien bekommen. Der Heilige Vater schließt hier noch mit einem letzten Punkt an. Er sagt, ich möchte mit etwas schließen, was mir in den Sinn kommt. Aber wie soll er es anstellen, Priester zu werden? Wo werden die Zugänge zum Priestertum verkauft? Nein, sie werden nicht verkauft. Das ist eine Initiative, die der Herr ergreift. Der Herr ruft. Er ruft einen jeden, von dem er will, dass er Priester wird. Und dort in dieser Generalaudienz hat er dann auch gesagt, vielleicht sind einige junge Männer hier, die in ihrem Herzen diesen Ruf verspürt haben, den Wunsch, Priester zu werden, den Wunsch, den anderen zu dienen in den Dingen, die von Gott kommen, den Wunsch, das ganze Leben lang zu dienen, um zu katechisieren, zu taufen, zu vergeben, die Eucharistie zu feiern, sich um die Kranken zu kümmern und so das ganze Leben. Wenn jemand von euch dies im Herzen verspürt hat, dann hat es Jesus dort hineingelegt. Achtet auf diese Einladung und betet darum, dass sie wachsen und in der ganzen Kirche Frucht tragen möge. Und wir können auch in die Enzyklika Evangelii Gaudium schauen, wo nicht genuin der Priester im Blick genommen wird, sehr wohl aber von dieser tiefen christlichen Freude gesprochen wird, die wir als Priester auch im Besonderen in uns tragen dürfen. Da heißt es, ich kann wohl sagen, dass die schönsten und spontansten Freuden, die ich im Laufe meines Lebens gesehen habe, die ganz armer Leute waren, die wenig haben, an das sie sich klammern können. Ich erinnere mich auch an die unverfälschte Freude derer, die es verstanden haben, sogar inmitten bedeutender beruflicher Verpflichtungen ein gläubiges, großzügiges und einfaches Herz zu bewahren. Auf verschiedene Weise schöpfen diese Freuden aus der Quelle der stets größeren Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus kundgetan hat. Und Papst Franziskus schreibt dort weiter, ich werde nicht müde, jene Worte Benedikt XVI. Zu wiederholen, die uns zum Zentrum des Evangeliums führen. Zitat, am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Allein dank dieser Begegnung oder Wiederbegegnung mit der Liebe Gottes, die zu einer glücklichen Freundschaft wird, werden wir uns von unserer abgeschotteten Geisteshaltung und aus unserer Selbstbezogenheit erlösen lassen. Unser volles Menschsein erreichen wir, wenn wir mehr als nur menschlich sind, wenn wir Gott erlauben, uns über uns selbst hinauszuführen, damit wir zu unserem eigentlicheren Sinn gelangen. Dort liegt die Quelle der Evangelisierung. Wenn nämlich jemand diese Liebe angenommen hat, die ihm den Sinn des Lebens zurückgibt, wie kann er dann den Wunsch zurückhalten, sie den anderen mitzuteilen? Zitat Ende. Das werden wir alle von dieser Liebe, dieser Freude, dass wir alle davon neu erfüllt werden, dass vielleicht auch diese vergangenen Exerzitientage ein wenig dazu beigetragen haben, das möchte ich von Herzen für uns alle erbitten.